Hallo. Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur Bank komme? Also, die Bank. Du musst geradeaus gehen und in etwa 200 Meter kommt die Bank auf der rechten Seite. Warum musst du hin? Ich will einen Kredit aufnehmen. Hast du alle Unterlagen dabei? Ja, hier. Alle? Ja, ja. Alles ist da. Personalausweis, Wohnsitznachweis, Einkommensbescheinigung. Ist das alles? Was ist mit dem Rest? Nun ja, was brauche ich noch? Komm her, setz dich hin. Nein, nein, danke. Ich muss jetzt gehen, ich habe es eilig. Danke. Gerade weil du es eilig hast, setz dich schnell hin. Da, nimm es. Und schreibe auf. Also fangen wir an. Zuerst brauchst du den vorläufigen Kaufvertrag vom Notar. Dann brauchst du die Eigentumsurkunde der Immobilie vom Vorbesitzer. Schreib das auf. Dann brauchst du den Grundriss und die Katastervermessung. Das macht das Grundbuchamt. Wo? Im Grundbuchamt? Nur dort machen sie das. Dann brauchst du den Energieausweis. Übrigens, wenn du zum Grundbuchamt gehst, gehe dort nicht zum Empfang. Gehe direkt zum Wachmann. Er heißt Vincenzo, er ist mein Nachbar. Sag ihm, Giovanni hat dich geschickt, das bin ich. Sag ihm, dass du diese Dokumente brauchst. Er wird dich direkt dorthin bringen, ohne in der Schlange zu warten. Dann gehst du in das Café an der Ecke. Okay. Kaufst zwei Kaffees, einen normalen Espresso und einen mit Milch. Weil er ihn gerne mit Milch trinkt, bring ihm den Kaffee und bedanke dich. Okay. Aber da du schon in das Café gehst, nebenan gibt es eine Konditorei. Gut. Sie machen dort Sfogliatelle. Nun, sehr lecker, glaub mir, sie sind wirklich gut. Geh hin, hol dir ein paar davon und nimm sie mit nach Hause. Sag ihnen auch, dass Giovanni dich geschickt hat. Dann werden sie dich erstklassig bedienen. Ich hab's, ich danke ihnen. Warte, wo willst du hin? Setz dich hin, wir sind noch nicht fertig. Also, wegen des Energieausweises, du hast ihn nicht, richtig? Nein. Gut, dann musst du zu einer Agentur hier um die Ecke gehen. Die nächste Straße, 200 Meter geradeaus und dann nach rechts. Gut, wie viele Meter? 200 Meter, dann rechts abbiegen. Okay. Dann brauchst du auch dort einen Termin, den du offensichtlich nicht hast. Nein. Wunderbar, das dachte ich mir. Du kaufst zwei Becher Kaffee, gehst zur Agentur, gehst rein, hörst du mir zu? Schreibe das auf. In der Agentur gehst du direkt an den linken Tisch. Dort wird ein Mann sitzen, so ein großer, wirklich großer. Ganz verschwitzt, das ist mein Cousin, sein Name ist Francesco. Du gehst mit zwei Kaffee zu ihm hin und sagst ihm, dass ich dich geschickt habe. Wie heiße ich? Giovanni. Giovanni. Wunderbar. Verstanden, danke. Warte doch mal, beruhige dich, schreibe auf. Welche Dokumente hast du dabei? Ich habe meinen Ausweis, meine Steuernummer. Und das war's? Ja. Du brauchst auch noch eine Familienstandsbescheinigung. Die bekommt man im Rathaus. Aber das Rathaus ist nur dienstags und freitags geöffnet. Heute klappt es nicht mehr. Also musst du am Dienstag oder am Freitag von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr zum Rathaus gehen. Okay. Schreib auf. Gut, das reicht. Danke. Warte, bleib sitzen. Was für einen Einkommensnachweis hast du dabei? Gehaltsabrechnung für den letzten Monat. Das ist nicht genug. Du brauchst diese für die letzten zwei Monate. Zwei? Außerdem, schreibe auf, braucht man eine Einkommenserklärung für die letzten zwei Jahre, zwei Steuererklärungen und eine Einkommenserklärung für das letzte Jahr vom Arbeitgeber. Gut, den Steuerbescheid. Danke. Warte, setz dich hin. Bist du ein Grashüpfer? Springst alle zwei Minuten auf. Bleib rücksitzen. Außerdem brauchst du von der Bank einen Kontoauszug deines Girokontos und jemanden, der für dich bürgt. Wenn? Einen Bürgen. Glaubst du, dass sie dir das Geld einfach so geben? Wenn du nicht zahlst, wer dann? Jemand anderes muss deinen Kredit abbezahlen. Du musst also einen Bürgen finden, der mit dir zur Bank kommt und für dich bürgt. Und noch etwas, da wir gerade davon sprechen. Wie geht es dir körperlich? Bist du gesund oder hast du irgendwelche Krankheiten? Nein, keine Krankheiten. Das ist gut, denn du musst bei der Bank auch ein Selbstauskunftsformular ausfüllen. Du erklärst, dass du gesund bist und keine Krankheiten hast. Verflixt. Aber es kommt immer darauf an, ob die Bank dir glaubt oder nicht. Und wenn die Bank dir nicht glaubt, wird sie dich zu einer ärztlichen Untersuchung schicken. Denn die Bank muss natürlich sicher gehen, dass du gesund bist. Wenn dir etwas zustößt, wer soll dann das Geld zurückzahlen? Übrigens, bist du verheiratet? Ja, ich habe letztes Jahr geheiratet. Gratuliere. Dankeschön. Dann musst du also all diese Dokumente auch für deine Frau besorgen. Alles ist genau dasselbe. Soll das ein Scherz sein? Nein. Nun, ich denke, das war's. Ich schätze, ich habe dir alles gesagt. Gut, hast du alles verstanden?
Ich habe überhaupt nichts verstanden. Zeig mal her. Was hast du da geschrieben? Das ist überhaupt nicht klar. Francesco, nicht Franco. Was für eine Handschrift. Ich verstehe gar nichts. Aber ich will einfach nur ein Haus kaufen. All diese Bescheinigungen, all diese medizinischen Untersuchungen, Sfogliatelle. Wer hat sich das alles ausgedacht? Nun, mein Freund, du lebst in einer Konsumgesellschaft. So funktionieren die Dinge hier nun mal. Wir leben nicht in der kreativen Gesellschaft, in der alles für die Menschen ist. Für die Menschen? Ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen von $10,000 pro Monat. 4 Tage Arbeit pro Woche, 4 Stunden pro Tag, 2 Monate bezahlter Urlaub pro Jahr. Kostenlose und hochwertige Gesundheitsversorgung und Bildung. Kostenlos? Und was dich vielleicht noch mehr interessieren wird, du bekommst einen Wohnraum von 60 Quadratmetern pro Person, absolut kostenlos. Kostenlos? Ja, denn das Leben des Menschen steht an erster Stelle. Das ist der Sinn der kreativen Gesellschaft. Was muss man tun, um all das zu bekommen? Zuallererst muss man informieren, informieren und nochmals informieren. Hier ist das Projekt Kreative Gesellschaft, hier ist die Webseite. Schau, wie wunderbar es sein wird, in naher Zukunft in der kreativen Gesellschaft zu leben. Du musst nur anfangen, allen Menschen auf dem Planeten über das Projekt zu erzählen.